Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin überhaupt gar nicht erkältet. Man hört es überhaupt nicht an meiner Stimme, kurz vor Weihnachten 2022. Aber ich bin ja hier im schönen Warm und in meinem Studio zu Hause. Ihr seht die Wand da hinten, die habe ich für euch umgebaut, so alle halbe Jahre. Seht ihr mal eine andere Wand dahinter. Und heute soll es darum gehen, was ich nutze, um meine Fotos und Videos zu bearbeiten. Ihr seht schon hinter mir den fetten Monitor. Das ist ein 38 Zoll LG Ultrawide. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich habe den mittlerweile seit 2 Jahren und bin absolut zufrieden. Ich bereue diesen Kauf keinen einzigen Tag. Plus seht ihr hier noch die 2 MacBooks, mit denen ich meistens arbeite. Und ja, heute soll es um den Monitor gehen, um die Tastatur, die Maus und natürlich auch die MacBooks, die ich benutze. Und jetzt viel Spaß. Zugegeben, der Monitor ist nicht ganz günstig, allerdings kann er auch einiges. Ja? Ihr seht, wir können ihn runterfahren, wir können ihn hochfahren und wir können ihn auch neigen, mehr nach oben als nach unten. Und ich finde diese 38 Zoll Bilddiagonale perfekt, um Fotos zu bearbeiten, 2 Fenster nebeneinander zu haben, zum Beispiel den Browser oder Excel oder Word. Und auf der anderen Seite habt ihr die komplette Timeline von Premiere Pro oder Final Cut, was diesen Bildschirm so besonders macht. Plus, zum anderen war es mir wichtig, dass der Bildschirm nicht ganz so krass reflektiert und zum anderen, dass die Farben sehr getreu der Apple-Farben sind. Weil ich habe hier 2 MacBooks und ich möchte natürlich nicht ein MacBook benutzen und die Farben sind hier komplett anders als auf meinem Mac-Bildschirm. Und das war mir persönlich sehr wichtig. Der Fuß hier unten ist aus Aluminium. Der Aufbau kann einfacher nicht sein. Ihr habt hier diesen Aluminiumfuß. Hier unten ist ein Knopf. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr den Monitor von dem Stand quasi lösen. Und das hier ist ein Standard-Mount. Das heißt, ihr könnt euch auch einfach eine Wandhalterung dafür holen, um den dann nach rechts und nach links zu drehen und dann braucht ihr auch gar nicht den Fuß. Kommen wir kurz zu den Anschlüssen. Ihr habt hier einmal den Power-Anschluss, 2x HDMI, USB-C und 2x USB-A. Das ist besonders wichtig. Und zwar könnt ihr euer MacBook nehmen oder euer Microsoft Surface, euer iPad und könnt den Monitor direkt über den USB-C-Port ansteuern. Das Bild als auch der Ton werden beide direkt übertragen. Und dann zum anderen könnt ihr natürlich auch HDMI nutzen. Achtung, die USB-Ports funktionieren nur, wenn ein Notebook mindestens an einem dieser USB-Ports mit angeschlossen ist. Zum Beispiel an dem USB-C-Port, dann funktionieren auch beide USB-A-Ports. Und das Interessante ist, ihr könnt zum Beispiel euer Microsoft Surface über USB-C ansteuern und euer MacBook über HDMI und die beiden auf dem Monitor splitten. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite Windows, auf dem anderen Mac oder beide Mac und habt dann eine Auflösung von Full HD auf beiden Seiten. Hier seht ihr es einmal ganz gut, das ist ein Curved-Bildschirm und das Interessante an so einem Curved-Bildschirm ist, wenn ihr Videos oder Fotos bearbeitet, das sieht quasi so aus, als würdet ihr in der Timeline selber mit drin sein und das finde ich auch noch sehr besonders. Zudem habt ihr hier so ein, das ist kein Alurahmen, das ist natürlich alles Kunststoff, sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Das hier ist die Apple Magic Mouse auf der Unterseite mit einem Lightning Adapter. Das bedeutet, ich kann sie mit demselben Kabel aufladen, wie ich mein iPhone aufladen kann. Und zudem habt ihr oben noch ein Trackpad integriert. Das hier ist meiner Meinung nach mit die beste Tastatur, die ihr für euren Mac oder auch Windows bekommen könnt. Das ist die Logitech MX Keys. Die läuft mit USB-C, also ihr ladet sie über USB-C auf. Das kann am Computer sein, das kann über eine Powerbank sein, das kann am iPhone-Netzstecker sein. Hält ungefähr 3 Wochen mit einer Ladung, wenn ihr sie täglich, was weiß ich, 2 bis 3 Stunden nutzt. Das Tolle ist, sie ist beleuchtet, da ist ein Sensor dahinter. Das heißt, ihr fahrt einmal drüber und dann gehen die Lichter an. Und jetzt kommen wir zum spannenden Part. Ihr habt hier die ganzen Tasten, die ihr auch bei eurem Mac habt. Ihr habt hier oben Volume Control als auch Brightness Control. Und ihr könnt bis zu 3 verschiedene Geräte zuweisen. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel hierauf euer iPhone legen, hierauf euer Microsoft Surface und hier zum Beispiel euer Mac Studio oder MacBook Air, wie auch immer. Und könnt dann zwischen den Geräten wechseln mit nur einer Taste. Das finde ich sehr gut. Übrigens, falls das einmal nicht funktionieren sollte, drückt dazu noch die Fn-Taste und die Taste dazu und dann funktioniert es. Nachteil, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich zum Beispiel die Lautstärke verändern kann mit dem Monitor oder die Helligkeit des Monitors über die Tastatur. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Bis jetzt habe ich es nicht hinbekommen.
Allerdings funktionieren die ganzen Function Keys natürlich mit eurem Notebook ohne Probleme. Kommen wir zu den beiden MacBooks und dazu zu Vorteilen als auch zu den Nachteilen. Ich habe hier das alte MacBook Pro 16 Zoll i9 64 GB mit 2 TB SSD, 4x USB-C Anschlüsse, 2 auf jeder Seite und ein Kopfhörerausgang. Ihr könnt natürlich über USB-C das Bild direkt auf den Monitor spiegeln, als auch das Notebook laden. Problem ist, der Monitor liefert über USB-C nur 60 Watt. Wenn ihr Filme schneidet mit dem großen MacBook, damit meine ich das 16 Zoll, verbraucht ihr zwischen 70 und 100 Watt. Das bedeutet, früher oder später wird euer Akku leer gehen oder ihr surft nur im Internet, dann ist es kein Problem, dann könnt ihr auch gleichzeitig aufladen und das Bild als auch den Ton übertragen. Wenn ihr natürlich Filme schneidet oder Fotos in Lightroom oder Photoshop bearbeitet, dann möchtet ihr natürlich auch, dass euer MacBook genug Power hat und weiter funktioniert. Deshalb seid ihr gezwungen, das Netzteil von eurem MacBook zu nutzen. Nutzt ihr zum Beispiel ein MacBook Air als auch ein MacBook Pro, ich glaube bis 14 Zoll, reichen die 60 Watt des Monitors aus, um euer MacBook aufzuladen und betreiben zu können, während ihr Fotos als auch Videos bearbeitet. Ein großer Nachteil ist natürlich, dass euch ein weiterer USB-C-Port flöten geht, weil ihr jetzt euer Netzteil benutzt, um dieses Notebook gleichzeitig aufzuladen und der andere USB-C-Port liefert quasi das Bild an den Monitor. Und ich weiß nicht, wie gut das für ein Gerät ist, wenn es über zwei Ports geladen wird. Abhilfe bietet hier die neue Generation der MacBooks. Das ist zum einen das 14 Zoller als auch das neue 16 Zoller, denn hier habt ihr zweimal USB-C auf dieser Seite plus den MagSafe-Adapter und auf der anderen Seite endlich wieder HDMI, einen SD-Slot und USB-C. Das bedeutet, ich kann über MagSafe dieses Notebook mit Strom betreiben und auf der anderen Seite kann ich über HDMI das Bild als auch den Ton an diesen Monitor weiter übertragen. Dann habe ich noch den SD-Slot und wer sich jetzt interessiert, was für ein Notebook das ist das 16 Zoll M1 Max 64 GB Arbeitsspeicher mit 4 TB SSD. Warum jetzt lieber dieses Notebook als dieses Notebook? Ganz klar, hier ist noch ein Intel-Prozessor drin, das heißt nicht, dass der schlecht ist. Allerdings habt ihr noch hier einen Lüfter mit drin und das bedeutet, wenn ihr Fotos als auch Videos bearbeitet, wird der hier schon ziemlich laut, trotz der krassen Leistung und bei dem hört ihr einfach gar nichts mehr und ist doppelt so schnell. Das Licht, was ihr hier oben seht, ist die BenQ Screenbar Plus, eine LED-Leiste, die ihr ganz einfach oben dran klippen könnt. Das Tolle ist, ihr müsst das nicht kleben, funktioniert fast an jedem Monitor oder auch Fernseher und wenn ihr nicht so viel Licht in eurem Raum haben möchtet, wie hier zum Beispiel, könnt ihr einfach dieses Licht befestigen und dann schaut ihr nicht ganz trüb auf nur euren Bildschirm und es ist total dunkel im Zimmer, was ja nicht ganz so gut für die Augen sein soll. Das Tolle ist, ihr könnt einmal drauf tippen und dann geht die an oder aus. Ihr könnt den Weißabgleich selber regeln, ihr könnt die Helligkeit selber regeln über diesen Button hier unten, was ich sehr toll finde. Ihr seht, jetzt wird es warm, jetzt wird es kalt. Absolut genial, ein wahrer Segen für alle, die da draußen kreativ arbeiten. Nachteil, ich weiß nicht warum, aber ihr habt ja ein Netzteil, was diesen Monitor quasi mit Strom versorgt. Und die USB-Ports liefern leider keinen Saft für diese BenQ Screenbar Plus. Das bedeutet, ihr müsst entweder euer Notebook irgendwie mit den USB-Ports hinten koppeln oder ihr nehmt eine Powerbank, wie zum Beispiel ich die jetzt hinten habe, 20.000 mAh und das Ding brennt 3-4 Tage oder so. Ihr habt hier unten einen Controller, mit dem ihr alles machen könnt. Ihr tippt da unten einmal drauf, dann könnt ihr den Eingang auswählen, ihr könnt den Monitor ausschalten, ihr könnt den Monitor für Spiele vorbereiten, ihr könnt in die Einstellungen gehen, hier könnt ihr die Helligkeit, die Lautstärke verändern, ihr könnt Bluetooth-Audio auswählen und ihr könnt natürlich auch den Bildschirm splitten, wie ich euch eben schon gesagt habe. Dazu geht ihr auf Eingang. PBP, tippt einmal unten drauf und dann seht ihr unten, dass ihr zwei Eingänge nutzen könnt, zum Beispiel für Windows und Mac oder zwei Macs oder zwei Windows. Ganz wichtig, ihr könnt den Bildmodus auswählen. Ich habe jetzt zum Beispiel Cinema ausgewählt, ihr könnt auch den Fotomodus auswählen. Ihr seht, dann werden die Farben etwas kräftiger, es gibt einen HDR-Effekt, dunkler Raum, dunkler Raum 2, Farbschwäche und ihr könnt natürlich den Monitor auch zum Spielen nutzen. Bei mir hat Cinema als auch Foto am besten gepasst, wenn es um das Bearbeiten von Fotos und Videos geht.
Automatischer Standby hat er auch. Ihr könnt das ausschalten. 4 Stunden, 6 Stunden oder 8 Stunden. Ich habe jetzt 8 Stunden ausgewählt. Und ihr habt eine Riesenauswahl an verschiedenen Sprachen. Natürlich könnt ihr euer Notebook zuklappen und das Bild wird nach wie vor noch übertragen. Jetzt über HDMI in dem Fall. I'm going to show you this wonderful white screen that I'm using. Ihr könnt natürlich diesen Monitor auch einfach nutzen, um darauf perfekt Filme zu schauen. Um euch das mal zu zeigen, hier unten habe ich jetzt ein Projekt, das ist ein Review über das Sony 11mm Objektiv. Ihr seht, ich kann hier die komplette Timeline unten darstellen und da dieser Bildschirm gecurved ist, ist es einfach genial, wenn ihr davor sitzt und einfach diese Timeline so auf euch drauf schaut. Deshalb war dieser Monitor meine erste Wahl. Ihr könnt es größer, ihr könnt es kleiner machen, ihr könnt über das Trackpad der Maus hier rumscrollen, was ich persönlich ziemlich nice finde. Wer sich weder für Fotos noch für Videos interessiert, hat natürlich hier auch einen perfekten Monitor, um zum Beispiel 2 Browserfenster offen zu haben oder links Excel, rechts Word oder PowerPoint oder auch diverse andere Programme, wie zum Beispiel für die Börse oder auch für andere Anwendungen, wenn ihr zum Beispiel Programmierer seid. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick darüber geben, was ich nutze, um meine Fotos als auch die Videos zu bearbeiten. Absolute Kaufempfehlung hier. Ich habe den seit 2 Jahren und bin jeden Tag glücklich, dass ich diesen großen Monitor habe. Einfach weil mein Workflow viel schneller damit funktioniert. Ob das jetzt Fotos bearbeiten ist, ob das Videos bearbeiten ist. Mir waren die Farben sehr wichtig, dass er wenig reflektiert. Und natürlich, dass er integrierte Lautsprecher hat. Und auch Steuererklärung, ihr könnt rechts Excel haben, links könnt ihr eure Rechnungen haben, ist einfach genial. Dann die Tastatur, perfekt, habe ich auch, glaube ich, seit mittlerweile November 2020. Die Akkulaufzeit ist nach wie vor ultra lang, also ich sehe da auch gar keinen Unterschied von vor 2020. Und das MacBook Pro natürlich ein absoluter Segen. Wer schnelles Arbeiten liebt, wird dieses Notebook auch lieben. Link natürlich in der Videobeschreibung für den Monitor, als auch die Tastatur, Maus und die BenQ Screenbar Plus. Falls ihr noch Fragen und Anregungen habt, gerne als Kommentar unter dieses Video. Bis ganz bald. Ciao, ciao.